Guten Morgen, meine Damen und Herren. Keine Sorge, der Sound wird gleich besser. Ich habe euch ja versprochen, alles, was ich einnehme, wir einnehmen von Vitasomal früher, jetzt Puracell.de. Über die Weihnachtsfeiertage werde ich für einen guten Zweck spenden. Es kamen noch andere Spenden hinzu. Ihr habt verkauft, ihr habt gekauft wie bescheuert und es hat noch Geld von mir gab es mit dazu. Wie viel es gleich sein wird, werden wir sehen. Ich werde zu einer Dame hinfahren, das wäre früher morgen, und werde ihr dieses Geld überreichen. Sie kauft Rinder frei aus Schlachthöfen und pachtet Wiesen und kauft Futter für sie und arbeitet für das Futter quasi, dass sie diese unterhalten kann. Da habe ich mir gedacht, wow, das möchte ich sehr gerne unterstützen und das werde ich in diesem Fall tun und in dem Fall das Geld spenden, damit sie weitere Kühe kaufen kann und sie füttern kann. Und ihr habt dazu beigetragen, deshalb bedanke ich mich mega krass bei jedem Einzelnen, der mich unterstützt hat, beziehungsweise indirekt auch diese Frau unterstützt hat. Und bis gleich. Ja, ich auch. Aber der hat sich gefreut, dass wir auf die Wiese können. Hi, liebe Freunde, ein Mann, ein Wort. Ich habe gedacht, ich tue eine gute Tat. Unsere ganzen Weihnachtseinnahmen, so gesehen, wurden hier gespendet für diese wunderbaren Tiere und für diesen wunderbaren Menschen vor allen Dingen auch, den ich gefunden habe. Damals ist aus einem Beitrag auf dem Fernsehen bin ich auch aufmerksam geworden. Und zwar, du lebst jetzt mit Kühen quasi. Wie kam das, dass du diese beiden Kühe mit denen quasi jetzt, oder sie leben mit dir, oder? Okay. Deine ersten beiden Kühe, die du, kann man das sagen, gerettet hast? Ja. Ja? Sonst, was wäre mit den Kühen sonst passiert? Dionym ist ja ein Ochse und der hat für die Industrie keinen Wert und deswegen wäre er geschlachtet worden im Alter von 3 Jahren oder 6 Monaten. Ja. Und ja, mein Opa hätte ihn dann verkauft an den Händler und da man mit Ochsen nicht viel anfangen kann als Landwirt oder Bauer, werden sie dann halt geschlachtet. Und die Lina, die wäre wahrscheinlich eine Zuchtkuh geworden, aber da sie so temperamentvoll und wild ist, hätte die auch nicht lange gelebt. Okay, Ochse ist ein kastrierter Bulle. Genau. Okay. Und von einer Oma hast du gesagt, ja? Ja, mein Opa hat Fleischrinder gezüchtet. Okay, mein Opa hat Fleischrinder gezüchtet. Und meine Oma hat, als mein Opa gestorben ist, die beiden noch behalten für mich. Ja. Lass ein bisschen näher gehen, wegen dem Sound, weißt du? Ja. Okay. Okay, und jetzt hast die beiden, du besuchst sie wirklich jeden Tag, ja? Ja. Jeden Tag, du fährst quasi mit dem Bus von dir nach Hause. Das ist eine halbe Stunde ungefähr, oder was? Ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Am Sonntag auch gern 40 Minuten. Okay. Jeden Tag besuchst du diese Rinder auf der Wiese, wo sie leben, ja? Ja. So, und dann hast du aber noch was gemacht. Du hast gesagt, das reicht mir nicht. 2 Rinder ist ultra wenig. und deswegen hast du dir überlegt, was zu tun. Ich habe 2017 die Mutter von der Lina vermittelt, gerettet. Sie hat jetzt einen Gnadenplatz mit ihrer Mutter zusammengefunden. Das heißt, 2 Kühe 2017. Okay. 2018 einen Ochse, der sollte geschlachtet werden. Den habe ich auch eine Freundin vermittelt. Ja. Dann ein Kälbchen, das war auch 2018. Das war ein Zwillingskalb. Die sollte auch geschlachtet werden, weil sie als Zwilling unfruchtbar ist und somit auch keinen Wert hat. Okay. In 2019 habe ich die beiden gekauft. Die kenne ich aber schon seit 2015. Ja. Es hat aber sehr lange gedauert, die zu bekommen. Also man wollte sie mir dann immer nicht überschreiben. Okay. Und dieses Jahr habe ich erfahren, dass der Vater von Lina geschlachtet werden soll, weil er nicht mehr decken kann und somit halt auch keinen Wert mehr hat. War? Lina ist die Mausi da hinten. Ja. Und der Billy, also der Vater von Lina, der hat 2016 für 2 Monate bei mir gelebt oder bei meinem Opa. Und ich habe in der Zeit sehr viel mit ihm gemacht, also habe ihn gestriegelt und habe auch auf ihm gesessen. Und dadurch habe ich einfach total an dem gehangen. Also, ja, da ist schon eine besondere Beziehung auch, also obwohl wir nur diese 2 Monate zusammen hatten. Okay. Und der hat dann 3 Jahre lang auf einem Fleischbetrieb, also einem Fleischzüchter hat ihn gehabt und er hat es auch echt gut gehabt. Ja. Aber dadurch, dass er nicht mehr decken kann, hat er eben auch keinen Wert mehr. Okay. Und dann sollte er geschlachtet werden. Ja. Und dann habe ich gehofft, dass ich
ja, den Kaufpreis für den Billy gerade so zusammenkriege. Ja. Und es wurde aber immer mehr und dann habe ich mich entschieden, noch eine weitere Kuh aus der Herde zu retten. Ja. Die ist. Das heißt, es wurde immer mehr? Ja, es wurde immer mehr und dann war so viel Geld, dann habe ich gedacht, gut, dann rettest du halt. Von den Spenden quasi? Von den Spenden, okay, ja. Du hast so viel Spendengelder bekommen und dann, ja, hast du gesagt, okay, es reicht noch, um noch eine dritte Kuh zu retten. Genau. Okay. Und diese drei Kühe, die sind jetzt? Die sind jetzt in einem Pensionsstall. In einem Pensionsstall, ja. Okay, genau. Und da zahle ich halt einfach die monatlichen Kosten und ja, es wird sich aber um die gut gekümmert. Okay. Und ich meine, von dem Geld hätte ich auch 10 Rinder kaufen, ja, können, aber die monatlichen Kosten sind eben das Schwierige. Okay. Und davon kann ich nicht so viele Rinder bezahlen. Ja. Klar, verstehe. Und hast du irgendwann vor, also was sind so deine Ziele später einmal? Sagtest du, möchtest du die Rinder irgendwann alle zusammenführen? Möchtest du sowas am liebsten haben wie so einen großen Hof, wo alle zusammenleben könnten? Oder, ja, dass du immer sagst, da welche. Aber es ist immer schwierig, wenn du welche kaufst, dass die auch um sich gekümmert werden, um die halt. Ne? Ja. Das ist immer das Schwierige. Ne? Die Kuh. Oh. Wo waren wir gerade? Die Vision quasi. Was strebst du als nächstes an? Also ich möchte jetzt erstmal eine Ausbildung machen, damit ich das auch gut finanzieren kann. Okay. Und von welchen Kosten reden wir so ungefähr, die zu alle zu unterhalten? Das heißt, du hast da hinten drei Rinder, du hast jetzt hier noch zwei Rinder. Also ich zahle für die geretteten, ja, Rinder in dem Pensionsstall pro Tier 100 Euro im Monat. Okay. Für die beiden brauche ich in einer Woche einen Rundballen Heu, der kostet 55 Euro. Ich habe, okay, aber auch schon welche für 80 gekauft. Okay. Im Sommer ist das alles nicht ganz so problematisch, aber die Pensionskosten sind trotzdem die gleichen. Ja. Naja, und wenn ich halt eine Ausbildung habe und irgendwann mal eine Grundlage habe, dann möchte, ja, ich schon irgendwann einen Hof haben, wo ich, okay, mehrere Tiere halten kann und nicht, ja, nur Rinder. Also Pferde, okay, Schafe, Ziegen. Okay. Ich möchte unbedingt ein bestimmtes Schaf retten aus meinem Heimatdorf, ja, und auch gerne noch Milchrinder. Ich habe jetzt ja nur Fleischrinder, aber ich möchte auch gerne ausgediente Milchkuh zum Beispiel. Okay. Dass sie alt werden kann, nachdem sie, genau, Milch gegeben hat. Und, ja, vor allem, falls sie noch tragen ist, dass sie ihr Kalb bei mir behalten, okay, kann. Klar. Und, das ist immer sehr, sehr schrecklich, wenn das Kalb weggenommen wird. Und es ist natürlich sehr schön für die Kuh, wenn die mit dem Kalb aufwachsen kann, zusammen. Ja, natürlich. Also die leiden da monatelang drunter. Die leiden da sehr lange drunter, ja, das stimmt. Kälbern getrennt. Und die beiden sind ja Flaschenkälber. Und das gab halt Komplikationen bei der Geburt. Aber es war trotzdem für die Mütter total schlimm, dass, ja, mein Opa die dann getrennt hat. Ja. Obwohl es nicht gegangen wäre. Ich habe das nicht ganz verstanden damals. Ja. Aber die haben wochenlang geschrien nach ihren Kälbern. Ne? Und, ja, wir hatten noch einmal eine Totgeburt. Da hat die Kuh auch die ganze Zeit geschrien. Das ist, mhm, schrecklich, weil es gibt keine intensivere Bindung als die Bindung zwischen Mutter und Kind. Ob es jetzt beim Menschen oder bei einer Kuh ist. Säugetiere sind, genau, wir auch. Und ich würde auch gerne die Arbeit mit Kindern und Tieren verbinden. Dass ich biete ja auch Besuchertage an. Ah, und dann würde, okay, ich gerne den Kindern auch den respektvollen Umgang mit Tieren nahe bringen. Ah, okay. Ja. Auf diesem Hof, den ich vielleicht. Ja, aber das Schwierige ist ja auch immer, dass es vielleicht viele Kinder sehen ja ihre, wie heißt das, diese Smiley-Wurst oder sowas. Kennst du diese Bärchenwurst, ja. Und solche Sachen, aber die sehen halt nicht, was das tatsächlich für große Tiere einfach so auch sind. Ne? Und das ist einfach so, diese Connection wieder so ein bisschen herzustellen für viele. Ne? Es gibt, ich denke nicht, ich wette mit allen, die das jetzt sehen, ja, es gibt kein Kind, das jemals ein Tier umbringen würde. Nein. Wenn man ein Kind mit einem Apfel und einem Hasen in einen Laufstall setzt, was, ja, ja, mit was spielt es dann? Ja, mit dem Apfel, klar, oder mit dem Kaninchen oder, ja, mit dem Hasen? Ja, ja. Nee, klar. Also das ist einfach total absurd. Und deswegen verstecken wir das ja vor den Kindern, damit die das nicht sehen. Mhm. Und wenn sie es wüssten, würden sie es ja gar nicht essen. Genau, das ist das Traurige dabei, ne? Ja. Nee, finde ich echt wunderschön auf jeden Fall. Und um deine laufenden Kosten auf jeden Fall auch, du hast auch ein Spendenkonto, dir kann man natürlich auch was zukommen lassen. Klar, blenden wir auch hier unten ein. Und ja, ich finde das wirklich bemerkenswert, weil vielleicht erinnert euch, ich habe damals auch dieses Kuh-Video gehabt bei mir, wo ich diesen Bullen wirklich retten wollte. Und der Bauer hat mir leider nicht gegeben, so gesehen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil das sowas jetzt verwirklicht worden ist. Nicht direkt durch mich, aber durch jemand anderen halt irgendwie so. Ne? Und das finde ich halt eben so schön. Deshalb wollte ich das auf jeden Fall unterstützen halt auch. Und ja, ich finde, das ist halt einfach eine schöne Beschäftigung. Ne? Weil ich finde auch sehr schön, also du lebst auch relativ, sag ich mal, minimalistisch, sondern einfach nur gebend, so gesehen, ne, für Tiere. Und ich meine, sie geben dir natürlich auch viel zurück. Das ist ja, beruht ja auf Liebe irgendwie so, ne. Ja. Das ist ja wirklich so, ne. Und das finde ich eben sowas,
Ja, sowas Einzigartiges, was es sonst nicht gibt halt so. Ne? Du hast, sie hat auch kein WLAN zu Hause oder so, fand ich auch sehr... Ich habe kein Telefon, kein WLAN, kein Ofen. Ich habe auch, ich lebe bei Kerzenlicht. Also du lebst bei Kerzenlicht, du hast kein WLAN, was kein war das noch? Kein Telefon, kein Ofen. Ich eigentlich kein Telefon, kein Ofen, okay. Aber das stört mich nicht. Ich heize okay. auch nicht, aber das ist wegen der Umwelt. Okay, okay. Und du lebst auch rein pflanzlich? Ja, ich bin vegan. Okay, krass. Ja, sehr krass, deine Passion einfach so, die du da mitbringst. Ja, ich finde das wirklich ganz toll. Also, ich möchte auch irgendwann mal einen Gnadenhof sehr, sehr gerne haben. Ich habe jetzt noch viel zu tun, sag ich mal, aber irgendwann, ich sag mal so in 10 Jahren, könnte ich mir das auch genau das vorstellen eigentlich so. Von daher ist es sehr schön, dass jemand das quasi sich jetzt schon traut, so zu machen. Ne? Ich bin da noch zu feige zu, jetzt alles so dafür, so alles zu leben, aber ja, deswegen möchte ich gerne auch, dass du was von mir bekommst, ganz, ganz wichtig. Also ich habe dir ja versprochen, meine ganzen Einnahmen von Weihnachten, das haben Leute ebenfalls noch gespendet für dich, über mich. Wow. Und noch was von mir ist auf jeden Fall dabei, von mir persönlich halt. Kannst du gerne aufmachen, wie viel es geworden ist. Ich danke dir. Das ja, gerne. Das hast du mehr als verdient, also wirklich, weil für deinen Mut einfach so. Ne? Also wirklich für deinen Mut und das ist belohnungswert. Ja. Darf ich dich mal drücken? Ja, gerne. Dankeschön. Aber du musst auch meine Zuschauer drücken, weil ja, die haben es natürlich alles möglich gemacht. Also es ist quasi euer Geschenk quasi an diese 5 Rinder. Und das finde ich ganz, ganz toll. Du kannst gerne gucken, es sind über 2000 Euro geworden. Auf jeden Fall. ja, es sind auf jeden Fall 2100 Euro geworden von euch. Dankeschön. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Davon kann sie 1-2 Jahre Heu kaufen, auf jeden Fall. Ich denke, die Rinder wollen nach Hause. Wir verabschieden uns hier an dieser Stelle. Und, aber ich würde gerne noch was sagen. Ja, bitte. Wenn sie jetzt nicht gehen, die gehen wahrscheinlich nicht. Nein, die gehen nicht. Bitte. Ja, also von dem Geld kann auf jeden Fall ein weiteres Tier gerettet werden. Ach so, ja. Und ich meine, je mehr Spenden sind, desto mehr... Da haben wir jetzt quasi indirekt eine Kuh gekauft. Genau. Yeah. Also nochmal vielen Dank. Ich bin unglaublich dankbar und ich kann das alles gar nicht glauben, dass so viele Menschen mir helfen möchten. Ja. Das ist einfach überwältigend. Aber du musst... Es ist überwältigend auf jeden Fall, aber nimm das an, dass du es quasi verdient hast. Nicht zu sagen, so, oh, warum passiert... Nein, nichts passiert umsonst im Leben, verstehst du? Das hast du, wie gesagt, mehr als verdient auf jeden Fall. Danke. Ganz danke, dass du da bist. Danke, dass du solche Menschen gibt wie dich, dass sie das zeigen, was eigentlich möglich ist, so gesehen, mit so wenig Mitteln sowas zu erreichen. Sowas. Das finde ich sehr mutig und wofür ein Mensch überhaupt fähig ist mit doch so wenig Mitteln. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, die Tiere haben mich dazu gebracht. Allein würde ich das niemals schaffen. Also vor allem der Nolan, der hat mich zum Umdenken gebracht. Und ohne den hätte ich dieses Bewusstsein auch nicht. Und ich habe durch die beiden einfach was, wofür ich kämpfen muss. Und das motiviert mich eben. Und dadurch kann ich das schaffen. Hast du die Kraft weiterzumachen? Genau, ne? Die geben dir auch die Kraft. Ne? Ich meine, das ist nicht immer einfach mit den Rinderrettungen. Nein. Da steht einem so viel im Weg. Und genau. Aber wenn ich dann sehe, wie glücklich die einfach sind, wenn man denen geholfen hat, das ist so schön. Und dass die überhaupt nicht noch hier sind. Genau. Dass sie jetzt quasi in der Kamera gefilmt werden. Ansonsten wären die jetzt schon irgendwo im Regal halt. Die beiden wären jetzt tot, ja. Ja, das ist schon faszinierend. Okay. Die gehen schon mal allein. Okay, danke schön fürs Zusehen alle. Danke, dass ihr es möglich gemacht habt. Danke auch an dich. Und danke an alle. Bergsteigekühe. Oh, krass. Das sind geile Tiere.